begrüße euch zum Frauenwochenorakel vom 4. bis zum 10. April 2016. Ich habe hier drei Steine ausgewählt. Einmal den Jaspis, den Bergkristall und den Aventurin. Versucht in euch zu gehen, welcher Stein euch hier am ehesten anspricht. Und ich habe für uns eine spirituelle Geldbewusstseinskarte gezogen von Thorsten Weiß. Ich kann jetzt die Realität erschaffen, die ich möchte. Du bist die Schöpferin, der Schöpfer, die Managerin, der Manager und die Meisterin, der Meister der Realität. Je weiter du in der Evolution deines spirituellen Geistes vorankommst, desto weniger werden deine Ziele und Wünsche aus deinem Ego heraus entstehen. Und du wirst dich mehr um deine wahren Herzensangelegenheiten kümmern und erkennen, dass dies das Einzige ist, in was es sich zu investieren lohnt. Verbinde dich also immer mehr mit deinem Herzen und den dir innewohnenden Potenzialen und Fertigkeiten, auf die du dadurch Zugriff erlangen wirst. In der Kresselin-12er-Matrix findest du den Zugang zum Akasha-Potenzial, in dem alle Realitäten enthalten sind, die du als Sehnsucht in deinem Herzen fühlst. Du kannst also aus deiner eigenen tiefen Vergangenheit früherer Inkarnationen schöpfen und dir jede dieser Realitäten wieder erschaffen. Es ist mehr ein Erinnern und Entstehen lassen und du kannst es jetzt wieder aktivieren. Hört sich doch gut an. Schauen wir uns mal die allgemeine Krafttierkarte an für diese Woche. Der Kranich. Der spirituelle Hochmut. Wenn du oder Menschen in deiner näheren Umgebung ihre spirituellen Fähigkeiten zur Selbstüberhöhung missbrauchen, öffnen sich die Eingangstoren für schattige Energien. So schaden spiritueller Hochmut und Eitelkeit sehr tiefgehend dir und deiner Umgebung. Affirmation: Ich übernehme die Verantwortung für meine spirituellen Geschenke. Ich halte meinen lichtvollen Kanal sauber und klar und schütze mich und meine Umgebung zu unserer aller Wohlergehen. Okay. Dann würde ich auch schon mit der ersten Legung anfangen. Schauen wir mal, welche Göttin wir hier haben. Tara, die Sammlung. Tara fordert dich auf, in deine Mitte zurückzukehren. Du kannst jetzt dein Heilwerden und deine Ganzheit unterstützen, indem du deine Aufmerksamkeit nach innen lenkst und dadurch Sammlung, deine Mitte wiederfindest und stärkst. Lasse den Tumult des Lebens einfach ohne dich weitergehen. In der Hektik des Alltags ist es schwer, deine eigene Stimme zu hören. Gehe in die Stille, gehe in die Ruhe. Wenn du zurückkommst, wirst du an Kraft gewonnen haben und kannst leichter und beschwingter am Tanz des Lebens teilnehmen. Das hört sich doch gut an. Okay, schauen wir mal die berufliche Karte. Was haben wir denn hier?
Oh, Hagen, der Verrat. Die Karte kommt meist als Warnung. In der Geschäftswelt laufen wir Gefahr, Opfer von Betrug, Kollegenmobbing oder unlauteren Machenschaften zu werden. Ebenso ist von Geldspekulationen abzuraten. Okay, Liebe und Beziehung, was haben wir denn hier? Uff, Tür, der Kampf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Hier entscheidet die Frage über Art und Sinn des kämpferischen Einsatzes. Sehen wir uns in einer bestehenden Partnerschaft von einem Rivalen bedroht, sind Intelligenz und Schlagfertigkeit gefragt. Auf jeden Fall geht es darum, für die eigenen Meinungen und Interessen einzutreten und diese mit Nachdruck umzusetzen. Ebenso kann ein Ankämpfen gegen Ängste, Depressionen oder Traumata gemeint sein, welche ein Vorwärtskommen verhindern und unsere Objektivität und aktiven Energien zu blockieren drohen. Die Karte ist gleichsam Anzeiger für starke männliche Sexualenergien, die sich danach sehnen, das Ziel ihrer Begierde zu entflammen und zu bezwingen. Türs Schattenseiten sind hohe Gewalt und nur schwer zu kontrollierende Triebkräfte, die uns zu Umsicht und Achtsamkeit gemahnen. Okay. Und der Map, den Berg. Du besitzt die Fähigkeit, jedes Hindernis mit Leichtigkeit zu umgehen. Dies ist die Zeit, um flexibel zu sein. Manchmal stoßen wir auf scheinbar unüberwindliches Hindernis, das uns wie ein gewaltiger Berg erscheint, der uns von unserem Erfolg trennt. Wir mögen dann glauben, die Antwort darauf sei der Versuch, ihn zu erklimmen oder mit Hammer und Meißel gegen ihn vorzugehen. Aber wozu sich einer so gefahrvollen und mühseligen Unternehmung unterziehen? Sei wie ein Fluss, der Berg auf natürliche Weise umfließt. Du wirst dieses Hindernis relativ schnell hinter dich bringen, wenn du den leichteren Weg wählst und es umgehst. Dies ist die Zeit, um auf bewegliche Weise mit deiner Lebenssituation umzugehen. Wenn du dich aber dafür entscheidest, den Berg zu übersteigen, denke daran, Schritt für Schritt vorzugehen und dabei deine Route immer wieder zu überprüfen. Okay. Also immer hinschauen, wo du hinläufst, nicht, dass du mir hier den Abhang runterfällst, ne? Lieber mal auch kurz ausruhen. Deine Bambus-Orakelkarte. Du. Tschui. Ein Gefallen muss nicht groß sein. Wichtig ist, dass er zum rechten Zeitpunkt kommt. Eine Freundschaft muss nicht tief sein. Wichtig ist, dass sie nicht auf falscher Gunst beruht. Je ehrlicher sie mit sich selbst und anderen umgehen, umso eher werden die anderen ihnen den Respekt zollen, den sie verdienen. Freundschaften entstehen nicht durch Geschenke, sondern aus ehrlicher Überzeugung. Die Legung für den Für alle die, die den Bergkristall gewählt haben. Nut, das Mysterium.
Nutzdunkles, unermessliches Himmelsgewölbe streckt sich aus bis in dein Leben, um dich an das Mysterium zu erinnern, für das du dich öffnen sollst. Hast du dein Leben genau verplant, sodass für das Geheimnisvolle und Unbegreifliche kein Platz mehr ist? Erlebst du deinen Alltag nur noch angespannt und straff durchorganisiert? Versuchst du dich abzusichern, indem du jeden Aspekt deines Lebens genau planen und festlegen willst und für alles eine Schublade brauchst, alles ganz genau wissen willst? Öffne dem Geheimnisvollen, dem Unbekannten die Tür. Die weise Frau weiß, dass es im Universum so vieles gibt, das immer ein Geheimnis bleiben wird, und sie lässt ihm genug Raum, dass es sich in ihr Lebensmuster hineinweben kann. Nut sagt dir, dass du den Weg zur Ganzheit jetzt finden kannst, indem du dem Mysterium in deinem Leben einen Platz einräumst. Vertraue darauf, dass das Geheimnisvolle, das jetzt zu dir kommen will, genau das sein wird, was du auf deiner Reise zur Ganzheit brauchst. Okay, und na? Das Berufliche. Jörmund Gant. Das Potenzial, es sieht ja schon gruselig aus, ist es aber nicht. Hier handelt es sich um vielversprechende Projekte, die ein ebenso gezieltes wie selbstbewusstes Vorgehen verlangen und uns anhalten, eine uns entsprechende Variante zu finden. Bei vorhandenen Problemen sollten wir uns nicht krampfhaft in ihre Bewältigung verbeißen, sondern durch eine möglichst angstfreie und entspannte Haltung nach intuitiven Einsichten und alternativen Lösungswegen suchen. Das innere Loslassen der betreffenden Angelegenheit kann dazu verhelfen, diese Aufgabe als positive Herausforderung anzugehen. Und Beziehung? Wow, Etreria, die Inspiration. In der Liebe beschert uns Etreria geradezu rauschhafte Zustände, die uns zu großen Taten inspirieren, sich aber ebenso gut auch als zeitlich begrenzte Schwärmerei entpuppen können, in denen wir lediglich Luftschlösser bauen, drum prüfe, was sich bindet. Liebesgedichte oder ein paar aufmerksame Zeilen vermögen, den Romantiker hervorzulocken. Vielleicht wird uns ja der ersehnte Partner zur Inspiration und Muse. Das magische Gebet. Super, das hört sich richtig gut an hier. Sprich deine Gebete, lausche auf die Antworten und handle voll Vertrauen. Wenn du diese Karte ziehst, so ist dies eine Bestätigung, dass deine Gebete deine Antwort finden werden. Das göttliche Prinzip ist immer für dich da, um dir zu helfen und dich zu heilen. Wenn du in Not bist, dabei lautet das Beste aller Gebete: Dein Wille geschehe durch mich, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Durch Gebete und Meditation stellst du eine bewusste Verbindung mit einer höheren Macht her, sprich zu der göttlichen Schöpferkraft und vernimm die Antwort. Lege deine Wünsche und Sehnsüchte in die Hände des göttlichen Prinzips. Vielleicht bekommst du nicht, was du dir ersehnst, sicherlich aber, wessen du bedarfst. Deine Bestimmung wartet auf dich,
Solange du die bewusste Verbindung mit einer höheren Macht aufrecht erhältst, bist du sicherlich auf dem richtigen Weg. Deine Bambus-Orakelkarte. Gigi, du willst Gutes tun, dann tu es. Achte dabei nicht auf Anerkennung, auf Belohnung und auf Dank. Wenn du Gutes tust, tu es um seiner selbst willen. Und du wirst Anerkennung, Belohnung und Dank erlangen, ohne es zu ahnen. Wenn sie anderen Gutes tun wollen, dann tun sie es, aber ohne daran eine Erwartung zu knüpfen, so verhindern sie Enttäuschung. Oh, Frosch im Hals. Müsste mir in Zukunft mal ein Gläschen Wasser hinstellen. Okay. Also ich freue mich auch wirklich schon auf den Tag, an dem ich mir eine gescheite Kamera leisten kann. Ja. Ach ja. Schauen wir mal die dritte Legung für alle, die den Aventurin gewählt haben. Gold Liquid, Leid und Schmerz. Gott Liquid will dich mit deinem Kummer und deinem tiefen Schmerz in Verbindung bringen. Sie erinnert dich, dass du diesen Gefühlen nicht ausweichen kannst und dich nicht vor ihnen verstecken kannst. Für dein Wachstum und dein Heilwerden ist es notwendig, dass durch sie hindurchzugehen. Fürchtest du die Schmerzen, die hochkommen, wenn du Kummer und Leid annimmst und sie in einem heilenden Prozess durchlebst? Hast du dich vor deinem tiefen Schmerz versteckt und zeigst nach außen eine fröhliche Fassade? Oder fürchtest du, dein Leid sei so groß, dass du für den Rest des Lebens darin stecken bleibst, wenn du es nur anschaust? Vielleicht hast du nur einen Teil deiner Trauerarbeit bewältigt und der Rest lauert in deinem Unterbewusstsein und bricht nur manchmal unerwartet hervor. Hältst du an einer Situation fest, die du eigentlich beenden solltest? Doch aus Angst vor dem Schmerz des Verlustes kannst du dich nicht zu einer Entscheidung durchringen. Um gesund zu werden, ist es unumgänglich, dass dein Kummer ausgelebt wird. Es ist Zeit zu weinen, zu jammern, zu wehklagen. Bitte deine Freunde und deine Familie um Unterstützung. Auf unserem Weg geht es immer auch um Verlust, denn dieser ist unausweichlich, ein Bestandteil des Lebens. So wie die Jahreszeiten wechseln, ist auch alles andere in einem andauernden Zustand des Übergangs von einer Form in die nächste. Selbst Leid, wenn es wirklich angenommen wird, kann letztendlich leichter werden und nach einer gewissen Zeit wirst du dich wieder stärker und lebendiger fühlen. Deine Wunden werden eines Tages verheilt sein, auch wenn Narben zurückbleiben. Denke daran, dass jeder Mensch den Prozess der Trauer ganz unterschiedlich und in seiner eigenen Zeit durchlebt. Kurt Liquid ermutigt dich, deinen Schmerz zu fühlen, damit die Heilung kommen kann. Der Weg der Heilung. Okay, schauen wir mal deine beruflichen Perspektiven für die nächste Woche. Freya, die Zeugungskraft. So, so. Neue Herausforderungen und Projekte stehen vor der Tür und wollen befruchtet und beackert werden. Kurz, wir wollen oder sollten schöpferisch sein. Dabei geradlinig und bestimmend vorzugehen, ist von Vorteil.
Auch sollte man sich nicht von auftretenden Problemen und Hindernissen beirren lassen. Natürlicher Pragmatismus, Zuverlässigkeit, Geduld und Ausdauer führen zum Ziel. Doch bei allem Enthusiasmus für Neues sollte das zuvor Gewachsene nicht zu schnell aufgegeben oder leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Steht so ein klein bisschen im Widerspruch zu der Göttinnenkarte, ne? Naja, es betrifft ja jetzt auch hier das Berufsleben. Eine gute Absicherung ist auf jeden Fall da, bevor man sich hier in die Selbstständigkeit stürzt. Ja, die Fixkosten müssen definitiv gedeckt sein. Schauen wir mal beziehungstechnisch, wie es da für dich weitergeht. Hundalia, Instinktnatur, die Riesin. In unseren Beziehungen sind Spannungen angezeigt, die von Vorwürfen, Anschuldigungen und Sticheleien begleitet, von harmlosem Zwist gelegentlich zur handfesten Auseinandersetzung ausarten können. Zwar gilt es, die eigenen Standpunkte klarzumachen und auch mal den Kamm zu stellen, doch sollte dies nicht auf Kosten gegenseitigen Respekt geschehen. Da Schlägen unter die Gürtellinie selten etwas Konstruktives abzugewinnen ist. Wer unter den ständigen Provokationen seines Partners oder Umfeldes leidet, sollte sich fragen, welche Anteile seiner selbst er vehement verleugnet. Dass er dieses Verhalten so anzieht, ratsam ist, nach Wegen und Mitteln zu suchen, dieses destruktive Verhältnis zu ändern und entsprechende Konsequenzen bei sich selbst zu ziehen. Okay, bin ich mal gespannt. Wenn du genauere Informationen willst, kannst du mich gerne unter Astrowelt anrufen oder auch unter Facebook Morgan Lafay kontaktieren. Und die Map-Karte. Der Tiefpunkt. Naja, so, wenn man ganz unten ist, kann man nicht noch weiter runter. Ne? Es kann dann nur aufwärts gehen, definitiv. Vergebung und Akzeptanz sind der Schlüssel zur Freiheit. Auch wenn es noch so schwer zu akzeptieren sein mag, offenbar hast du einen Punkt erreicht, an dem du nicht mehr so weitermachen kannst wie bisher. Vielleicht bist du in die sprichwörtliche Sackgasse geraten und trägst in dir das Gefühl eines großen Verlustes und weißt nicht, wohin du dich wenden sollst. Die alte Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, muss vollständig aufgegeben werden, damit ein Weitergehen und Vorankommen möglich ist. Eine neue Richtung und eine neue Strategie sind verlangt. Der einzige Weg aus der Sackgasse führt über die Ergebung in die Dinge. Wie sie nun einmal sind, akzeptiere sie und gestehe dir ein, dass du keinerlei Vorstellung davon hast, was du als nächstes zu tun ist. Wenn du in diesem tief empfundenen Moment der Preisgabe verweilst, wird sich dir auf magische Weise ein Aufgang zeigen. Die Tiefpunktkarte ist ein Zeichen, dass ein Wunder bevorsteht, aber nur dann, wenn du vollkommen loslässt. Und deine Bambuskarte? Xiao Go. Um die Unzuverlässigkeit zu tilgen, bedarf es der Sanftmut. Um die Verwirrung zu beenden, bedarf es des Weitblicks. Um die Unrast zu vermeiden, bedarf es des Wohlbehagens.
Um die Rücksichtslosigkeit zu bannen, bedarf es der Zärtlichkeit. Um das Eigenlob zu zermürben, bedarf es des Verstehens. Um die Nörgelei zu bremsen, bedarf es der Großzügigkeit. Üben Sie sich in Toleranz und vergessen Sie nicht, dass andere dieselbe Rechte und Pflichten haben wie Sie. Okay, wow, nur 25 Minuten. Freut euch das? War ein bisschen viel von den ganzen Orakeln, glaube ich. Und ich gucke ja selbst gern auch bei anderen mal kurz rein. Und ja, bin froh, dass ich irgendwie anders da bin. Okay, schauen wir mal, was die Ja-Nein-Frage euch hier als Antwort bringt. Ich denke, ihr habt schon eine Frage gewählt. Okay, ich löse auf. Nein. Ja. Du willst etwas auf Biegen oder Brechen erzwingen. Lasse den Dingen ihre Zeit. Ach, schön. Ich wünsche euch, dass ihr euch aus den schlechten, eingefahrenen Gewohnheiten lösen könnt und euren Weg zielstrebig vorangeht. Ich weiß, ihr habt ein ganz großes Potenzial in euch und ihr müsst es nur annehmen, um hier auch weiterzugehen, ja? Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Lasst den Kopf nicht hängen, auch wenn man mal hinfällt. Aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Nö. Keiner will hinfallen. Aber, ja, so kleine Steine gibt's halt im Weg, ja. Und einfach mal drüber nachdenken, ja, ob man nicht vielleicht war. Ich selbst war immer Optimistin und hatte dann aber irgendwie Partner angezogen, die pessimistisch veranlagt waren. Und nach so langer Zeit habe ich mich dann getrennt, weil ich einfach weiterhin positiv denken wollte. Und es ist gar nicht so einfach, ja, wieder in das positive Denken hineinzukommen. Und manchmal fällt man auch so in kleine alte Muster hinein. Und ja, ist auch irgendwo, glaube ich, ein vertrautes Gefühl. Das kennt man ja schon, das ist so, aber es kommt immer seltener vor, dass man in dieses Muster hineinfällt. Und man muss halt kontinuierlich dran arbeiten, auch wenn man merkt, oh, man ist hier voller Energie und macht dann mal 14 Tage keine Meditation, ja, und plötzlich bekommt man mal wieder einen Stein in den Weg geschmissen, ja. Wo
wo man sich manchmal so zurückgeschleudert fühlt. Und gerade wenn man noch so auf der Weg des positiven Denkens ist und anderen passt es nicht, ja, dass sie hier einen Grumpel reinmachen, ja. Ich habe mal gesagt bekommen, ja, auch wenn das schlecht geht, dann lächle, ja. Und da bin ich auch zur Teenagerzeit raus und habe gelächelt. Und es hat anderen einfach nicht gepasst, weil sie wirklich dachten, man wäre gut gelaunt und man müsste schlecht gelaunt sein. Ach, geh denen einfach aus dem Weg. Ja, man braucht sie wirklich nicht zum Leben. Ich habe hier einen wunderschönen Spruch heute gelesen. Vielleicht finde ich ihn hier auch auf Anhieb. So habe ich auf meiner Facebook-Seite. Papa, warum heißt es hinter dem Rücken reden? Weil das nur Menschen machen, die weder schaffen, dich einzuholen, noch an dir vorbeikommen. Von der böse Bär. Ein schöner Text, gefällt mir. Ja. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Für alle, die es vielleicht interessiert, welchen Stein ich für mich gezogen habe. Und das wäre dieser. Also ich habe auch so mein Päckchen zu tragen, ne? Und bin auch irgendwo froh, wenn ich ja, Schritt für Schritt weitergehe, das, was noch benötigt wird, auch den anderen zu besorgen. Die Wartezeit auf den OP-Termin, ja, ist langwierig und ich fühle mich da wirklich nicht gut dabei, muss ich ehrlich gestehen. Wenn hier mehr Klarheit da wäre, bin eigentlich davon ausgegangen, ich werde schon im März operiert und habe das Ganze dann schon ein bisschen hinausgezögert und jetzt wird's von denen hinausgezögert und oh, warten, 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 wo man so wirklich gar keine Geduld hat. Die Schmerzen im Arm immer schlimmer werden. Also ich bin froh, wenn ich es hinter mir habe und der Heilungsprozess vor sich geht und hoffe doch, dass ich dann irgendwann weniger Schmerzen habe, selbst wenn die Schmerzen noch da sein sollten, so wie sie jetzt sind, habe ich vielleicht doch zumindest die Beweglichkeit meines Arms wieder gewonnen und kann vielleicht hier ein bisschen mehr Fitness reinmachen, vielleicht auch mal wieder schwimmen und so zwei, drei Bahnen schwimmen, wenn ich mir überlege, ich habe mal eine Bronzemedaille geholt. Gut, die Zeit werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber ja, einfach mal wieder ins Wasser springen zum Geburtstag oder so im Juli und sich's gut gehen lassen. Tschüss!